Hallo, willkommen bei Versuch mit Frau Ruch macht Kluch. Ja, ich begrüße alle neuen Mitglieder bei uns, alle Abonnenten und ich wünsche euch viel Spaß bei dem neuen Video. Das bin ich, ihr kennt mich ja schon. Ja, das sind natürlich wie immer ein paar Pflanzen und ein paar Ernten aus unserem Garten. Ja, und unsere Kinder kommen natürlich auch nicht zu kurz. Die seht ihr dann auch noch bei allen Aktivitäten. Das ist Voltigieren, das Kind beim Pferd, ja, Salat, Voltigieren nochmal. Naja, und unsere Tiere kennt ihr ja nun auch schon. Ja, dann jetzt viel Spaß beim neuen Video. Weiterhin könnt ihr natürlich nach wie vor Saatgut von uns beziehen. Wenn ihr also Interesse habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir werden da zusammenfinden. Oder ihr macht einfach wie nach wie vor über Facebook eine Anfrage. Danke! Ja, hier möchte ich euch mal eine ganz besondere Sorte Zwiebel vorstellen. Das ist die Etagenzwiebel. Unten sieht sie eigentlich ziemlich normal aus, vermehrt sich auch über Teilung unten, beziehungsweise wenn man sie stehen lässt, ja, werden es sowieso jedes Jahr mehr, ihr seht schon. Aber oben vermehren sie sich ebenfalls und da wachsen jetzt quasi neue kleine Zwiebelknollen raus, die man dann wiederum in die Erde setzen kann. Eine tolle Sache, weil man hat sehr viel mehr Ertrag. Ja, jetzt zeige ich euch mal meinen Walnussbaum, quasi fast bei Nacht, es wird schon dunkel. Und in der Mitte, da seht ihr ganz kleine, süße, neue Walnüsse wachsen. Das wollte ich euch mal fotografieren. Die männlichen und die weiblichen Teile sind da eng zusammen, so dass man quasi ein Baby-Walnüsschen sieht. So, guckt mal hier. Ja, Lupin. Und eine Schwertlilie in Gelb. Und nochmal eine Schwertlilie in Gelb. Die haben so schön geblüht, das wollte ich euch ja nicht vorenthalten. Und zu Pfingsten gingen die auch tatsächlich dann auf. Sind jetzt ein paar Bilder. Das ist Lärchensporn. Die haben sich in der letzten Zeit so zusammengetragen. Die wollte ich euch einfach zeigen. Das scheint wohl Eberraute zu sein. Ich bin mir da noch nicht ganz klar. Und seht mal hier, es gab wieder Nachwuchs. Ja, das ist unsere Entenmami. Die ist jetzt quasi kurz nach der Entbindung. Also wir haben immer das Problem, die Enten brüten da, wo es ihnen am besten passt, nicht unbedingt uns am besten passt. Und leider bedenken sie oftmals nicht, was dann ist, wenn die Kükchen aus dem Ei geschlüpft sind. Sprich, ist dann da noch ein Erpel und Hühner und Hähne und vor allen Dingen bei uns der Milan. Der macht, oh ja, das war schmerzhaft für manche Küken. Der Milan macht da gerne mal kurz einen Prozess dann mit den Entenküken. Und da müssen wir schon sehr aufpassen. Ich muss mal meine Stellung da ändern, es wackelt da ein bisschen. Denn ich stehe in einer Holzwerkstatt, an der angeschlossen dann dieser Stall ist. So, und jetzt seht mal hier, jede Mutter wird es nachvollziehen können. Nach der Entbindung muss man sich erstmal recken und strecken und Federn wackeln. Ja, sie war jetzt nicht wirklich schwanger, sie war brütend. Aber ich sag euch, wenn man einen ganzen Monat nahezu gefühlt auf diesen Eiern sitzt, ich glaube, da ist man auch mal froh, wenn die dann alle raus sind und man sich mal wieder ein bisschen bewegen kann. Also sie war jedenfalls heilfroh, sie ist auch erstmal schnell baden gegangen. Ja, und die ist da jetzt ganz frisch mit ihren am Ende dann 17 Küken dorthin gebracht worden von uns. Und das ist immer eine tierische Aktion. Weil die Mütter sind schon wehrhaft und haben natürlich Angst, dass wir den Küken was zuleide tun wollen. Ist ja auch verständlich, dass sie die dann beschützen will. Das ist immer so eine Ganzfamilienaktion. Da ist dann jeder beteiligt. Der eine trägt die Küken rüber, der andere delegiert die Mutter oder trägt sie. Der dritte bereitet den neuen Stall vor, beziehungsweise organisiert Transportmaterial. Also das ist eine ganz schöne Hausnummer, ja. Und ihr seht jetzt, die sind jetzt endlich da angekommen, wo sie halt hin sollen. Es sind weiße Küken und gescheckte Küken. Die Mama ist ja auch eine gescheckte. Und wie bei Hühnern, so legen auch die Enten, mehrere Enten zusammen, ihre Eier in ein Nest. Und so ja, kommt es dann halt zustande, dass die Küken verschiedene Farben haben. Sowohl halt nur gelbe, als auch, wir haben auch ein paar nur schwarze bei den anderen dabei gehabt. Es ist ein Konglomerat aus Eiern und Müttern. Und ja, also theoretisch ist dann immer die Entenmutter, die ausgebrütet hat. Ist oftmals nicht wirklich die biologische, aber die soziale, wie man bei Menschen so sagt. Ja, ich habe die jetzt so lange für euch gefilmt, weil man kann da wirklich manchmal stundenlang sitzen und zugucken. Ich habe die Zeit oft nicht. Aber ich habe euch jetzt trotzdem mal ein paar Minuten quasi da ja, mit eingeweiht, wie sich das so anfühlen muss als Mutter von 17 Kindern nach der Brutzeit. Die hat sich wirklich ausgiebig geputzt, hat auch erstmal geschissen beim Umsetzen, das hat dann Katharina abbekommen. Ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, das sind doch keine 17. Genau, schaut mal hier, da ist nämlich der Rest.
Die haben wir dann alle drin gehabt unter der Wärmelampe. Die da jetzt so scheinbar tot in der Ecke liegen, die leben alle, die sind alle wohlauf. Entenküken schlafen nach dem Schlupf auch erstmal. Das ist ja auch für so ein kleines Küken sehr anstrengend. Selbst das da links oben im Ei, das hat es auch geschafft. Und das ist der Größenvergleich. Ja, das haben wir jetzt als Stubenküken quasi schon seit 2, 3 Wochen hier drin. Ich weiß nicht, irgendwie ist es bei der Mutter nicht angekommen. Das ist die Tochter, quasi passend in gelb-schwarz gekleidet zum Entenküken. Ja, und weil das von der Mutter nicht angenommen ist, haben wir das halt drin im Haus mit einem Hühnerküken zusammen, auch schon 3 Wochen, genannt Chippy inzwischen. Ja, und die sind jetzt von dieser Mutter und ja, die haben wir jetzt reingenommen, weil die teilweise noch mitten im Schlupf waren und sie wollte mit den ersten aber schon loszotteln und die lagen dann da ein bisschen abseits im Stall. Sie hat sie dann später aber alle angenommen, als sie ein bisschen fitter waren. Wir hatten sie dann über Nacht halt drin. Und nächsten Tag konnten wir sie dann unbeschadet dazusetzen. Und das hat auch gut geklappt. Ja, das parkt erstmal im Trinken ein, das Küken da oben in der Mitte. Also es ist eine süße, wilde Horde. Und ja, zusammen sind es dann halt die 17, die sie da hatte. Ja, da könnt ihr jetzt nochmal das Ei sehen. Ich zeige euch dann später auch nochmal, wie so ein Küken aus dem Ei schlüpft. Das war dann wiederum wieder ein anderes. Also wir haben dieses Jahr wirklich reichlich Entenküken. Hühner irgendwie so gar nicht. Ist ja auch ein Schaltjahr. Da sagt man, dass das manchmal schwierig ist mit dem Brut. Also überhaupt in der Natur ist da einiges anders als ja, in anderen Jahren, sagt man. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Bei den Früchten und Pflanzen soll es auch so sein. Ja, ich habe euch das jetzt auch ein bisschen gefilmt, dass ihr mal ein bisschen gucken könnt. Jetzt gibt es noch ein paar Impressionen aus dem Garten. Das sind die Mohnblumen, die jetzt schon blühen. Ja, in echt sieht es nicht ganz so beißend aus zu den Hornpfeilchen wie jetzt hier im Video. Die Farbzusammenstellung ist schon etwas gewagt, aber die Natur kennt da kein Pardon und keine Gnade. Die stellt zusammen, wie es ihm passt. Es ist übrigens sehr laut dort auch, weil die Hummeln und Bienen schon auch richtig Spalett dort machen. Ja, das ist der Fingerhut in verschiedensten Farbgebungen. Eigentlich ist ja da meine Himbeerhecke, aber die Natur war der Meinung, dass der Fingerhut da jetzt in schönster Pracht blühen soll. Ich meine, ich habe es schon letztes Jahr gesehen, dann das ist ja eine zweijährige Pflanze und die bildet im ersten Jahr halt ihre Blattrosetten aus und im zweiten Jahr die Blüten. Ich wusste ja also, was auf mich zukommt. Seht mal diese aparte Farbe hier, das ist so ein Aprikot und innen so getigert. Also die sieht total irre aus. Da gibt es echt so ein paar besondere Farbschläge. Ja, das wollte ich euch zeigen. Und hier gibt es eine sogenannte gestreifte Blattwanze, rot-schwarz. Da seht ihr sie in vollster Schönheit. Die geht hauptsächlich an Doldenblütler, um das Saat, also den Samen, das Saatgut auszusaugen. Die trinkt aus dem Saatgut die Feuchtigkeit raus. Das ist dann natürlich unbrauchbar. Da das aber hier ja, sowieso nicht unbedingt von mir genutzt worden ist, ist das schon okay. Leben und leben lassen. Das ist der Wiesenkerbel. Davon wollte ich sowieso kein Saatgut haben. Ist aber eben ein Doldenblütler und da, ja, da gehört sie hin. Das ist ihrs. So, jetzt seht ihr noch ein bisschen Saatgut. Die Saatgutgewinnung läuft in vollen Touren. Das war ein Traubenhyazinthen-Saatgut. Und hier ist jetzt ein bisschen Lautstärke, denn es hat plötzlich angefangen zu hageln. Und es ist natürlich auch Feuchtigkeit bei. Hier trippelt vom Dach aus der Regenrinne. Da müssen wir noch ein Fallrohr anbauen. Ja, wir sind ja sowieso noch am Bauen hier. Da oben fehlt auch noch ein bisschen. Naja, wir bauen uns gerade unser kleines Hütchen. Ja, oben haben wir neues Blech draufgelegt. So ist jetzt erstmal der Ausblick. Ich müsste da mal Fenster putzen mit unserer großen Glasscheibe, damit man den Garten mal wieder sieht. Naja. Ich in Action, das ist jetzt die nächste Brütende gewesen. Die treibe ich jetzt quasi, die hat ja jetzt auch ganz viele Entenküken, die Katharina hinter mir gerade trägt. Die treibe ich jetzt in ihr schon neues gebautes Domizil, denn auch die hatte sich einen blöden Brutort ausgesucht. Ich meine, zum Brüten war es okay, es war übrigens richtig kalt den Tag, es war der Hageltag. Aber wenn die Küken dann da sind, die brauchen schon ein bisschen Wärme und seht mal das rötlich-braune Haus da, da packt Katharina jetzt die Küken alle rein, damit die Mama sie chiepen hört. Ja, da haben wir für die Kinder so eine Rampe mit Rollen gebaut, dass die da die Bälle und sich selbst und in Kisten runterrollen lassen können. So, und ich hoffe natürlich jetzt, dass die Entenmutter die kleinen Chiepern hört und dann dort auch möglichst in die richtige Richtung läuft. Wir schauen mal.
Auf geht's, zweiter Versuch. Los, Mutti, hinter dir sind die Küken. Du hörst sie doch schon. Los, geh jetzt rein da. Ja, ist zuweilen schwierig, ne? Wenn man sich noch nicht auskennt und, sie hat sie gesehen. Oh, guck mal da. Naja, dann kann es ja jetzt nur noch eine Frage von Sekunden sein, bis wir es geschafft haben. Und seht, sie ist drin. Und sie fühlt sich pudelwohl. Ja, dieses komische Kabel, was ihr da seht, damit haben wir diesen Draht da ringsrum gebunden. Hier seht ihr nochmal in Nahaufnahme. Extra Kükendraht besorgt. Und seht, die Kleinen sind auch alle da. Naja, dann ist ja alles gut. Ja, sie hat jetzt vier schwarz-weiße dort und ein paar gelbe sind jetzt noch drin. Die könnt ihr gleich noch sehen. Und da haben wir natürlich gleich wieder ein bisschen Wasser hingestellt. Die Mutti wollte auch erstmal wieder baden und schnattern. Ja, auch sie hat jetzt die anstrengende Brutzeit endlich erfolgreich absolviert. Da seht ihr den Draht in der Aufnahme. Ja, der ist schön engmaschig, sodass weder ein Küken raus noch der Milan reinkommen kann, um sich da was zu holen. Ja, dahinter steht noch unser Bauwagen. Der ist ganz praktisch, den können wir überall hinfahren, unser Baumaterial draufpacken. Hat der Liebste gebaut aus dem alten Anhänger. Da steht da und guckt. Baby sitzt auch, guckt auch. Ist natürlich immer wieder spannend, kleine Küken zu haben und umzusetzen. Und seht mal da, ab dem ersten Tag können die schwimmen und gehen mit der Mutti baden. Also die können da jetzt nicht schwimmen, weil es zu flach ist, aber theoretisch könnten sie schwimmen. Ja, da ist jetzt schon ein kleines Gelbes mit dabei. Das hatten wir auch in der Nacht drin. Aber hat sich gut gemacht. Das haben wir sogar aus dem Ei mehr oder weniger gepellt. Also es hat sich selber rausgepellt, aber wir haben dabei zugeschaut. Das könnt ihr euch auch gleich noch angucken. Da steht's Baby. Guckt auch zu. Immer wieder spannend. So, und jetzt gibt's natürlich noch die versprochenen Bilder des Schlupfes. Ja, am Anfang sind die noch sehr tappelig und wackelig. Normalerweise passiert das natürlich unter der Entenmutter und man würde es nie sehen. Da sie aber schon losgezottelt ist, blieben die Eier dann liegen. Wir haben sie dann also reingenommen unter die Wärmelampe und flugs schlüpften die dann auch gleich. Na, seht ihr, alle wohlauf, alles gut. Und jetzt habe ich noch was furchtbar Ekliges. Schaut mal, was ist das? Ja, die Kenner werden es wissen. Nein, das ist keine Fleischbeilage fürs Mittagessen. Es ist so eklig, wie es aussieht. Kartoffelkäfer. Ich war mal noch mal kurz draußen. Nee, ich mache es wirklich täglich, dass wir die absammeln, weil sonst bleibt da nicht viel über von den Kartoffeln. Boah! So, die Sonne kommt gerade mal wieder raus. Seht mal diese schöne lange Reihe. Die sieht jetzt ein bisschen verwahrlost aus. Ist aber eigentlich nur eine Reihe Feldsalat gewesen. Der wird riesig groß und bildet riesige Büsche. Schaut mal da hinten, wie breit der da ist. Der ist da gut einen Meter breit geworden. Das war mal eine Pflanze von. Ja, kleinem Ausmaß. Die haben jetzt hier fast schon meine Möhren überwuchert. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem der schöne Feldsalat nun auch Samen ausbildet. Und ich bin gerade dabei, den für euch, sofern ihr dann wollt, zu ernten. Schaut mal hier. Da liegt da der Samen. Wartet mal, so könnt ihr es besser sehen. Genau. Deswegen heißt er ja auch Nüsschen, weil der so eine kleine Nüsschen ausbildet. Ja, wir haben jetzt ja, Anfang Juni. Der ist jetzt natürlich nicht mehr essbar, so der Salat. Der Samen, soweit ich weiß, auch nicht. Aber die Saatgutgewinnung, ich wackel hier irgendwie, ich habe irgendwie einen Tattrigen. Die Saatgutgewinnung ist natürlich immer wichtig für die nächste Ernte dann im Frühjahr. Wir bauen ja ein bisschen mehr an, damit die Schweinchen im Frühjahr auch gleich schönes Grünes haben. Ja, Saatgutgewinnung geht also schon im Mai los. Ja, seht mal hier meine schönen Schilder. Das waren alte Dachziegel aus Schiefer. Die habe ich jetzt für mich beschrieben. Jo. Ja, leider haben meine Möhren etwas Vernalisation bekommen. Sprich, die zweite Kaltperiode, also diese, wie sagt man, Eisheiligen, haben die dann so überrascht und mitgenommen, dass sie, wie man jetzt unschwer erkennen kann, anfangen wollen zu blühen. Ja, nicht alle, aber doch ein paar. Ja, da gibt es dann auch noch Saatgut von. Das ist die Möhrensorte Nantes 2. Die ist ja, winterhart, aber hat dann aufgrund des Kältereizes eben das Gefühl, im zweiten Jahr zu sein und kriegt dann halt Blüten. Seht man hier drüben auch an den Möhren.
Ja, nicht schlimm. Die paar, die jetzt dann blühen wollen, das ist dann halt Saatgut. Braucht man ja auch immer. Da drüben seht ihr jetzt, dass der braune Pflücksalat auch immer höher kommt. Der will dann nämlich auch langsam blühen. Ja, da hinten steht auch noch mal einer. Ich weiß nicht, kann man den jetzt erkennen? Wartet mal, ich mache euch mal dichter ran. Der da, genau. Der wird dann auch langsam blühen. Aber der, von dem hatten wir jetzt auch reichlich Ernte. Ja, ihr seht auch meinen Nachbarn, ne? Gestern wieder schön um seine Weihnachtsbäume gemäht, wie die Zinnsoldaten. Was ihr davon jetzt haltet, überlasse ich euch. Und seht mal da hinten, das ist kein Schleierkraut. Das da, das ist Koriander. Der blüht wie Schleierkraut. Da halte ich mir lieber Koriander. Von dem habe ich dann wenigstens noch was. Denn nach der Blüte, hallo Pferd, dann nach der Blüte kriegt er dann den Koriandersamen und der wird ja gerne in der Gewürzküche verwendet. Wie natürlich auch die frischen Blätter des Korianders, wenn da rauskommt. Ja, da ist eine Blumenreihe. Kommen jetzt Stockrosen und die Gartennelken in Pink. Ja, das kennen ja vielleicht die ein oder anderen auch. Was zur Beruhigung als Tee oder das Kraut geraucht. Ja, kann man machen, kann man lassen. So, der Liebste ruft. Es gibt Kuchen. Na, mal schauen. Und kannst du schön warten? Gut gewartet? Mal Mama rufen? Mama Kuchen essen? Später. Bald. Hast du heute schon Kirschen gegessen? Wo kommen die Kirschen denn her? Da vom Baum? Richtig. Vom Baum. Und jetzt Kuchen essen? Gut gewartet? Und nicht mehr Seite, ne? Kuchen. Magst du Kuchen? Backe gefüttert heute? Auch alles, ja? Küken? Auch gefüttert? Dann sag mal Tschüss. Achso, da ist eine Platte drunter. Ja. Und schaut mal, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Ja, das da. Deswegen haben die noch auf mich gewartet, denn wir haben heute dieses Beet neu angelegt. Da war noch, ach, Zeug vom Vorgänger damals da drin. Das haben wir alles rausgeholt. Und nun, was habe ich gepflanzt? Roten Grünkohl. Der musste nämlich dringend vereinzelt werden aus seinem Saatbeet. Und jetzt, ja, habe ich den schon mal gemacht, während die beiden da drin auf mich gewartet haben. Und da muss ich noch, da muss ich dann nach dem Kuchen noch weitermachen. Ne? Ja, so ist das. Ne? Man wird ja nie fertig im Garten. Da blüht jetzt bald der Mahngold. Hier seht ihr meine Tomateneimerchen da drunter. Ja, die Schubkarre schreit auch nach Arbeit. Und die dicke Backe in Action. Da war ja die Frage, ob die schon gefüttert wurde, ne? Die wurde heute nicht nur gefüttert. Die hat heute ein komplett neues Gehege bekommen. Und hier ist der Weg, da ist ihre Tochter, die ist schon ein Stück weiter, den sie eigentlich jetzt gehen soll, um dort in ihr heute fertiggestelltes neue Gehege umzuziehen. Da hat sie sogar eine eigene Wanne und frisch eingelassenes Badewasser. Da haben wir natürlich unten was reingelegt, das nicht so tief ist. Ja, hier ist ihr Trinkstein sozusagen, so ein Sandstein. Ja, und wir haben es endlich fertig. Die letzten 3 Tage waren da ganz schön arbeitsintensiv. Ja, da ist eine Rundhütte, mal was ganz anderes für die Schweinchen. Da ist ihr Bad, ja. Ja, da liegt ein bisschen was unten drin, dass es nicht so tief ist, dass er auch rauskommt. Guckt mal da, ich habe ihr eine Schüssel aufs Dach geklebt, denn sie hat jetzt ein Fenster. Ja, ein Oberlicht sozusagen. Und das ist, ja, das, was da drin steht, dieses Band. Das ist ein altes Förderband und das hatten wir da weggenommen in dem Beet, wo ich jetzt den Grünkohl angepflanzt habe. Das war dann noch vom Vorgänger. Und das haben wir gleich umfunktioniert. Wir sind ja immer zum Upcyclen aufgelegt. Da seht mal, jetzt warten wir auf die Backe und ihre Tochter. Da ist der Gang. Ja, sieht ein bisschen rümpelig aus. Wir mussten alles Mögliche da in den Weg legen, damit sie nicht falsch abbiegt und aus Versehen bei den Jungs landet und sich mal eben befruchten lässt. Nein, wir wollen jetzt gerade keine Schweinebabys.
Und also warten wir jetzt dort auf sie, damit sie dann gemächlich von dem einen Gehege ins andere neue Gehege gehen kann, damit sie wieder Grünes hat. Dann auch Schweine mögen ja Grünes, jetzt nicht nur Gras, sondern was halt so wächst. Und das wollten wir ihr natürlich ermöglichen, dass sie jetzt wieder frisches Grün bekommen kann. Und ihre Tochter natürlich auch. Ja, dann wird er gleich sehen, ja, wie sie sich dann in ihrem neuen Gehege zurechtfindet. Ja, das dauert immer ein bisschen, weil Schweine sind ja sehr intelligent und die gehen nicht einfach irgendwo neu hin. Man weiß ja nie, ob Gefahren lauern. Ich meine, die kennt uns jetzt schon ein paar Jahre lang und vertraut uns da auch. Aber dennoch, sie macht das ganz gemächlich, schnuppert alles ab, frisst ein bisschen Grünes, was hier unterwegs so vor den Rüssel kommt. Und ja, geht Schritt für Schritt ihren Weg da weiter. Ja, da ist jetzt so ein bisschen aufgewühlte Erde. Die ist jetzt angefallen, als wir ihr die Wanne da vergraben haben. Das haben wir jetzt alles ganz frisch gemacht. Und ihr seht mal hier, wie schön grün es ist. Das kann sie gleich alles aufessen und das wird sie auch tun. Ja, und gleich ist sie dann drüben. Ja, der Häcksler, der da steht, der Orange, den haben wir jetzt dazu genutzt, um noch Tanne wegzuhäckseln, die der Liebste noch bei jemandem gefällt hatte, das Baby. Hat noch den Wasserschlauch in der Hand vom Wanne befüllen und gießt ein bisschen die Pferdewiese. Ja, ist immer eine spannende Aktion, wenn man seinen Tieren ein neues Gehege baut und fürs Schwein natürlich auch. Das erlebt man ja nicht jeden Tag, ne? Ja, ich hole es euch ein bisschen dichter ran, dass ihr sie sehen könnt. Ist immer noch ein Minischwein, ja, nur so für die, die denken, dass Mini immer sehr klein ist, ne? Ja, so ganz klein sind die dann eben nach einer gewissen Zeit nicht mehr. Die wachsen ja bis zu 6 Jahre lang, ne? Ja, die Feuerwehrfrau, 2030. Sie übt schon mal den Schlauch zu halten. Den ABC-Schlauch. Nein, kein C-Schlauch, es ist, glaube ich, ein Halbzoll-Schlauch. Nein, es ist, glaube ich, ein Dreiviertel-Zoll-Schlauch. Ja, wir könnten jetzt auch ausmachen. Die Wanne ist voll, aber das Baby hat so viel Spaß am Gießen und Schlauch halten. Da haben wir sie noch ein bisschen spielen lassen. So, jetzt habe ich euch nochmal das ganze Gehege gefilmt. Da, ihr seht, sie ist jetzt drin. Dass ihr euch das nochmal angucken könnt. Dann jetzt mit Schwein. Und wie ihr seht, die haben gleich den Kopf unten und fressen, fressen, fressen. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ihnen auch lieber, wenn sie sich das selber aussuchen können und abrupfen können, als wenn man ihnen Grünes reinschmeißt, was ich ja ohnehin jeden Tag tue. Unkraut und was so anfällt. Aber so selber rupfen, ich weiß nicht, irgendwie mögen die es mehr. Übrigens, da hinten stehen die Pferde vom Nachbarn. Und in dem Moment jetzt noch nicht, aber kurz nach dem Film haben die einen Affen gemacht und immer rumgeschnaubt und sich beschwert. Was ist das? Beißt das? Macht das was? Ja, also die Pferde waren da überhaupt nicht mit einverstanden, dass 3 Grundstücke weiter jetzt Schweine sind. Ja, seht mal ihr, The Dome. The Dome Volume 100. ja, ist jetzt ihr neues Zuhause. Es ist echt total kuschelig da drin, ne? Wer hätte das gedacht? Ja, der Liebste hockt davor. Und schaut, wie die Schweine sich in dem hauptsächlich von ihm gebauten Gehege nun da zurechtfinden. Ja, die Hühner und die Schweine, die verstehen sich gut miteinander. Die Hühner können da oben rüber hüpfen, können rein, können raus. Die rackern natürlich jetzt auch noch ein bisschen rum, weil durchs Erdeaufwühlen von dem Vergraben der Wanne fielen natürlich etliche Regenwürmer an. Und die mögen sowohl die Schweine als natürlich auch die Hühner sehr gerne. Ja, ist ein bisschen bedeckt heute, eigentlich der ideale Umpflanztag. Mache ich gleich auch noch. Und seht mal da, der Mohn blüht schon. Zugegeben bei meiner Mama, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Und eine Riesenkletterrose. Ja, jetzt ist es mittlerweile Abend geworden. Und was seht ihr im Häuschen? Die dicke Backe. Und sie passt super auch rein. Man sollte meinen, es wurde ihr auf den Leib geschneidert, das Hüttchen. Oh, ich wackel ein bisschen. Ich bin schon sehr weit weg, aber. Also, sie hat es offensichtlich angenommen. Ihre kleine Tochter, wo ist sie? Da, frisst noch ein bisschen. Ja, die kann es gar nicht erwarten, das ganze Grün in sich aufzunehmen. Ja, fährt. Genau. So, ich zeig's euch nochmal. Jetzt ist die Sonne ein bisschen weg, jetzt könnt ihr es besser sehen. Ja, sie ist da gleich reingegangen und hat es als ihres akzeptiert. Der Liebste hat natürlich einen kleinen Trick angewendet. Er hat aus ihrem alten Schlafbereich, hat sie auch mal angebadet vorhin, hat aus ihrem alten Schlafbereich ihr eigenes Stroh hingelegt. Und das roch natürlich nach ihr. Und somit fährt, was machst du denn da hinten für eine Aktion? Und somit hat sie es gleich als ihres akzeptiert. So, wir schauen mal, wo sind die Pferde da? Mittlerweile haben sie sich wieder ein bisschen beruhigt.
Gut, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, Pferd. Ciao. So, mein Video ist rum. Denkt an den Daumen hoch und ein Abo dazulassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.